Meine sehr verehrten Damen und Herren und vor allem natürlich lieber Herr Professor Gröbelin, dieser Abend ist jedes Jahr aufs Neue inspirierend. Es ist sehr interessant und häufig auch unterhaltsam, denn wir erleben Persönlichkeiten, die nicht nur exzellente Forscher sind, sondern sie sind auch Forscher, die beeindruckend ihre Forschungsergebnisse kommunizieren. Beeindruckend ist am heutigen Preisträger, dass es auch heute Forscher gibt, die so forschen konnten und können, wie vielleicht in früheren Jahren oder Jahrhunderten häufig geforscht wurde. Erforscht wird, was man nicht kennt oder nicht weiß, weil ganz offensichtlich unklar, offen oder unbekannt ist. Es gibt nicht mehr viele weiße Flecken auf der Landkarte, aber unseren heutigen Preisträger zieht es genau dorthin. Er sucht nicht die ausgetretenen Pfade, sondern sucht nach Geheimnissen in Nordafrika und geht an Orte, die vor ihm noch kein Wissenschaftler betreten hat. Eben diese weißen Flecken. Lieber Herr Gröbelin, in den Medien wurden Sie schon als Mann der Wüste und als deutsche Indiana Jones betitelt. Das klingt nach Abenteuer und Risiko. Mit diesen Worten könnten wir grundsätzlich Forschung, insbesondere Grundlagenforschung, natürlich auch beschreiben. Wer nicht das Abenteuer und das Risiko sucht, wird sicherlich in der Grundlagenforschung die Geduld verlieren. Aber bei Ihnen hat dies auch eine sehr konkrete Seite. Skorpione im Schlafsack habe ich gesehen, Wegelagerer oder auch die Gefahr des Verdurstens. Ich hoffe, wir lernen mehr darüber später bei Ihrem Vortrag. In über 60 Expeditionen haben Sie sich in Ihrer Forscherlaufbahn mit Klimageschichte, Archäologie und Naturschutz in Nordafrika befasst. Sie tun dies seit 30 Jahren in einem interdisziplinären Kontext gemeinsam mit Botanikern, Zoologen, Ethnologen und auch Anthropologen. Derzeit untersuchen Sie, unter welchen klimatischen Bedingungen und auf welchem Weg der Homo sapiens vor über 100.000 Jahren von Afrika nach Europa kam. Damit leisten Sie ganz sicherlich einen wichtigen Beitrag dazu, unsere eigene Herkunft besser zu verstehen. Der Vorsitzende der Jury, Herr Frank Allgäuber, wird Ihre herausragenden wissenschaftlichen und kommunikativen Leistungen im Anschluss ausführlich würdigen. Aber lassen Sie mich an dieser Stelle schon einmal sagen, ich freue mich außerordentlich, dass Sie heute mit dem 18. Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft ausgezeichnet werden. Sie haben selber einmal gesagt, dass es unsere Aufgabe sei, das gewonnene Wissen an die weiterzugeben, die ihre Arbeit finanzieren, an die Gesellschaft. Damit treffen Sie den Kerngedanken des Kommunikatorpreises. Mit dem Preis zeichnen der Stifterverband und die Deutsche Forschungsgemeinschaft herausragende Forscherpersönlichkeiten aus, die ihre Arbeit besonders vielfältig, originell und nachhaltig einer großen Öffentlichkeit kommunizieren und so den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stärken. Die Kernthemen des Stifterverbandes sind Bildung, Wissenschaft, Innovation. Sie gehören für den Stifterverband untrennbar zusammen. Ohne Bildung kann es keine Wissenschaft geben und ohne Wissenschaft keine Innovation. Der Stifterverband setzt daher auf eine ganzheitliche Strategie, um das Spektrum, das von der Schule über die Zivilgesellschaft bis zu den Strukturen des Wissenschafts- und Innovationssystems reicht, abzudecken. Insofern ist es nur folgerichtig, die Kommunikation als das Element hervorzuheben, das erlaubt, die unterschiedlichen Säulen dieses Systems zu verbinden. Und Kommunikation und damit den Dialog brauchen wir immer heute in Zeiten von alternativen Fakten natürlich mehr denn je. Es sind aber nicht nur die kürzer zurückliegenden Veränderungen, die wir aus den USA beobachten, die verlangen, dass der Dialog, die Kommunikation von Wissenschaft und ihren Ergebnissen in großer Redlichkeit, aber auch in großer Klarheit und Nachvollziehbarkeit erfolgen sollte. Die Superlative, die häufig die Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse, sei es von Unternehmen, sei es von Pressestellen, von Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen begleitet, zu hören sind, müssen der Redlichkeit und Klarheit einer Kommunikation weichen, wie wir sie auch heute auszeichnen wollen. Die früheren Kommunikatorpreisträger stehen hier genauso dafür wie der diesjährige Preisträger. Ohne Redlichkeit in der Kommunikation wird es keine Glaubwürdigkeit der Wissenschaft geben können.
Gute Kommunikation erlaubt den Dialog mit der Gesellschaft und erlaubt der Wissenschaft und ihren Vertretern, sich einzubringen in gesellschaftliche Debatten. Die Wissenschaft kann ihren Beitrag dazu leisten, die Vergangenheit zu erklären und die Gegenwart und die Zukunft mitzugestalten. Dazu sind herausragende Wissenschaftskommunikation essentiell, die gleichzeitig für eine exzellente Wissenschaft steht und den Dialog suchen. Das tun Sie, lieber Herr Gröbelin, auf einzigartige Weise, indem Sie seit vielen Jahren über verschiedenste Kanäle, angefangen von der wissenschaftlichen Publikationen, über Fernsehbeiträge bis hin zur Klammer auf, erfolgreichen Klammer zu, Lobbyarbeit bei der UNESCO einen Beitrag zum Verständnis für und die Auseinandersetzung mit ihrer Forschung leisten. Der Kommunikatorpreis gilt als wichtigste Auszeichnung seiner Art in Deutschland. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird auf Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben. Ich denke, dass die DFG, vertreten durch eine Jury unter dem Vorsitz von Herrn Allgöwer, eine ausgezeichnete Wahl getroffen hat. Der Jury und Ihnen, lieber Herr Allgöwer, ganz besonders herzlichen Dank. Aber auch Ihnen, lieber Herr Strohschneider, danke ich sehr. Der Kommunikatorpreis lebt von der Unabhängigkeit der DFG, der Qualität der Entscheidungen der Jury und davon, dass der Preis der DFG wichtig ist. Das haben Sie zum Ausdruck gebracht. Herr Gröbelin, Ihnen gratuliere ich im Namen des Stiftsverbandes, im Namen von uns allen hier ganz herzlich. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Der Titel von weißen Flecken, Tigerenten und dem Silicon Valley, Wege der Forschungskommunikation, macht uns neugierig. Den Vortrag werden wir nach der Laudatio durch Herrn Allgöwer und der Preisübergabe hören. Herzlichen Dank.